Was geht, Leute? Sudi von The Green Magazine hier. Wir sind heute in Dortmund. Es ist ein sonnig, windiger Tag und wir geben uns heute am Dortmunder Hafen das Backboard Jam 2023. Es gibt eine Menge Hip-Hop, es gibt lokale Künstler und das Green Magazine nimmt euch natürlich mit. Let's go! Bisschen so? Ey, dafür ist Backboard Jam da, ja? Vielleicht. Wir haben gerade gehört, wer holt uns ab? Der Pete holt uns ab. Und der wird uns gleich reinbringen. Eine Entourage. Nur für diesen jungen Mann hier. We made it fast. Fast. Die letzte Hürde. Wir haben es geschafft von hier. Jetzt müssen wir noch da rüber kommen. Und dann sind wir dort. Unreleased Songs von Sudi, Digga. Ey, es gibt eine Menge. Mach mal, bring mal raus, ey. Ey, ich kann euch noch nicht zeigen, ja. Ich weiß nicht, ob damit was passiert oder ob das liegen bleibt, aber sie sind da. Okay. Just for your knowledge. Wir warten immer noch auf unsere Bändchen. Bändchen los. Eigentlich sollte 13 Uhr losgehen, wir haben jetzt 13 Uhr 35. Der hat so Songs mit so Freestyle gemacht und so. Ja, danke! Sag euch! Der meiste fehlt die Fantasy, weil der ganze Clip buffert. Big Papa aus der Box, solange bis ich deinen Clip abfuck. Ich glaub, von außen gibt es viele Seiten aus. Allein! Ich rap doch schon, ich dachte eigentlich, das reicht. Doch Rapper so viel Bilder mehr, Rap ist so viel Bilder mehr. Der Kugel 1,30 ist schon ein bisschen ein Verbrechen. Ich weiß noch damals 60 Cent, Bro. Damals 60 Cent. Jetzt ist das Doppelte. Geil, zum Glück habe ich noch ein paar Kronen, ein paar Penny. Kommen noch zwei Kugeln dabei raus. Willst du auch? Willst du ehrlich nicht? Doch, ich will. Warum? Ey, blau, bestes Eis, ne? Lass das nicht erzählen. Danke, vielen Dank. Mit wohl blau, Digga. Nein, auf keinen. Okay, Erdbeer. Das machen wir nicht. Das ist ein blauer Engel, Digga. Ich hab gesehen, dass der voll gut ist. Einfach genommen, ne? Ja, guck mal. Nice. Backboard Jam, seid ihr gut drauf, oder was? Ja! Ey, aber nicht zu laut, ja? Ich hab keinen Bock, wieder passiert dieser Zeit. Alles richtig, komisch. Ich mach das Auto mit dem Hengst klar. Wer will mich noch ändern? Crash in deine Party und piss dir in dein Scheiß-Sektor. Doppel 4 der Pott, wir sind immer noch hier. Ich hab tausend Gründe, warum du nicht interessierst. Yeah. Silber an mein Hals, Silber an mein Ohr und Finger. Blick und Silber an mein Zahn. Das ist das Lachen von Gewinner. Ich bin geisteskrank, ihr wollt connecten, aber ich connect mit keinem von euch, bitte. Ich will Geld auf der Tasche, ich will Geld auf der Bank. Mein Hengst auf den Wappen und der Pelzjacke an. Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Let's go. Yeah! Hey, sehr gut. Air Force Ones auf Asphalt, der Zeiger tickt, der bastelt. Ich tanze mit Babe im Mondschein, denn langsam wird die Nacht. Air Force Ones auf Asphalt, der Zeiger tickt, der bastelt. Ich tanze mit Babe im Mondschein, denn langsam wird die Nacht. Schön wär's, wenn wir immer so leicht. Schön wär's, wenn wir immer so leicht. Doch alles andere zieht an uns vorbei. Patina Records gegeben, wir suchen die jetzt mal. Wir haben Clockwork schon hier mit uns, wir machen gleich mal ein freshes Interview. Wo ist der Rest von euch?
Irgendwo da. Ah, okay. Also, die laufen irgendwo rum. Ja, wir sammeln die jetzt alle mal ein und dann geht's ab. Ey, fresh. Ey, sehr geil. Bruder, du rappst, Digga. Das ist ein Slinky. Ein ADHS-Spielzeug hier. Tapatina läuft. Jeder möchte ein Slinky. So machen wir das. Wir rappen den ganzen Tag. Wir produzieren nicht nur. Wir tanzen, wir rappen, wir machen alles. Damn, bro. Ja, gut, wir sind bereit. Weißt du, wie ich bereit bin? So, bist du Lisa, hol mal nicht rum da. Sieh den Rutscher aus. Wie so Teletubbies, Digga. Nein, ich komme auch nicht durch. Ich mach das von dir. Sag einfach, das ist Patina, weil das brauchst du, oder nicht? Ich bin's, Tarif Berari, und ich hab mir Jazz Kamera geklaut und laber jetzt ein bisschen Scheiße für Green Magazine, Alter. Mal schauen, was wir so Cooles finden. Die müssen jetzt auf jeden Fall arbeiten und interviewen. L96, kennt ihr den? Das ist so Dortmunder Legendary Oldschool Rapper. Bin ich lowkey ein bisschen neidisch, Alter. Gehen wir vielleicht gleich nochmal besuchen. Die Truppe. Aber erstmal schauen wir, was drin so los ist auf Backboard Jam. Nummer 3. Ich weiß nicht warum, aber ich find's Loki immer noch ein bisschen cringe, Alter, mit so einer Kamera rumzulaufen, so, weißt du, so. Was geht ab, Sven, Alter? Wie hat dir die Backboard Jam bisher gefallen? Immer geil. Unfassbar krass aus und, ja. Was sieht krass aus? Ganz Ding hier. Ist cool, ne? Auf jeden Fall, Alter. Überall sind Menschen. Ja, Mann, es gibt eine Hüpfburg, Alter. Oha, Dicker. Ey, Loki, ich muss auf jeden Fall noch hüpfen gehen heute. Ich hoffe, ich darf hüpfen gehen. Ich hoffe, ich bin nicht zu schwer für die Hüpfburg. Boah, ich schwöre, Loki, ich wäre herbe beleidigt, wenn ich jetzt zu fett für die Hüpfburg wäre, ne? Ehrlich, Backboard Jam, wenn ich zu fett für die Hüpfburg bin, ich komme nie wieder, Alter. So. So sieht es nämlich aus. Keine Ahnung, wer da gerade spielt, Alter. Kenn den Dude nicht, aber schönen Stil, Alter. Guckt euch den mal an. Ja, sieht man nicht, ne? Ich weiß, Loki, nicht, wie man mit dem Ding hier zoomt. Ja. Geh mal wieder rüber. Hey Marlo, was geht ab? Yeah, not much, man, was geht ab? Warum machst du das Teil überhaupt? Was ist hier los? Ich vlog, Alter, ich vlog für Green Magazine. Ja, Mann. So muss das. Wie hat dir die Backboard Jam bisher gefallen? Oder ich muss sagen, so, das ist zwar nicht unsere Mucke, aber ich finde mal rausgebockt, ne? Schon stabil. Ja, aber wo sind die anderen? Ich hab keinen Plan. Ich wollte Ghetto-Tacos, ey. Ghetto-Tacos? Hört sich irgendwie an, als wenn da Salmonellen drin sind, Alter. Ghetto-Tacos, Alter. So, Ghetto ist für mich nichts zum Essen, ja? Egal, gönn dir. Mal gucken. Geh mal gucken, ob die L96 schon gefunden haben. Jetzt, wo ich meine Mitmusiker nicht finde, ich glaube, es ist auch zu laut hier, Alter. Weiß ich ja nicht. Boah, da vorne ist ein paar Reizwagen, Alter. Let's fucking go, Alter. Oh, voll die Schlange. Ey, ehrlich, ne? Ich hasse Schlangen, Alter. Hört auf, Sachen zu wollen, während ich sie auch will. So, dass ich mich da einreihen muss mit anderen Leuten. Hab ich nie Bock drauf, fuck mich jedes Mal ab. Ich will Eis, Dicker. Ich will Eis, Alter, und ich muss dabei vloggen und Scheiße labern, während ich Eis kaufen gehe. Na, höre mal. Haben die diese Blaue Engel? Kennt ihr den, Alter? Blaue Engel, beste Eissorte, Alter. Wohl blauer, Digga. Nein, auf keinen. Das ist hier Blaue Engel, Digga. Geil. Belegte Brötchen auch. In so einem belegten Brötchentruck, das ist es aber auch nicht, Alter. Hi! Eine Kugel Blauer Engel, bitte. Dankeschön. Oh, mein Fünfer immer. Wie gefällt dir die Veranstaltung? Hast du Spaß? Magst du Rapmusik? Okay. Dankeschön. Ciao. So. Ja, mal gucken, was Jess und Sudi und so machen. Und ob sie L96 schon gefunden haben. Weil der Bruder interviewt. Es ist so lecker, ne? Ich schwöre, dieses Eis ist so underrated. Ich glaube, ich habe die Kamera ein bisschen angespuckt, Alter. Sorry, Jazz, wenn du das siehst. Und mein ekelhafter Speichel ist auf der Kamera so. Ich bin ein ekelhafter Typ, du weißt. So. Wo haben wir die denn?
Ich bin ja ganz alleine auf weiter Flur. Hier gibt es viel Graffiti. Und ich bin ein riesen Graffiti-Fan. Aber ihr seht das da im Hintergrund vielleicht ein bisschen. Die Graffiti-Leute sind immer so sehr allergisch gegen Kameras. Deshalb gehen wir da jetzt nicht hin, bevor ich mich noch irgendwelchen Diskussionen aussetzen muss. Das muss nicht sein. Guck mal, mein Eis passt voll zu meinem Pulli. Ist das fresh, Alter? Kann ich das rocken, Alter? Herbe wild. Wo haben wir sie denn? Ja, Leute. Ich glaube, ich muss hier noch ein bisschen suchen. Ich lasse euch mal noch mal ein bisschen in der Tasche, bis ich sie gefunden habe. Wir haben ihn gefunden. Jazz, L96, wir haben ihn gefunden. Und der Bruder hat eine Ader in der Tasche. Ich habe auch Bock, ja? Das Ding ist, ich hätte schon Eis, dann fühle ich mich schlecht, ja, weil ich dann wäre ich zu fett. Auf jeden Fall L96, alter Ruhrpott-Legende, Dortmunder, Oldschool, Hochhalter Nummer 1, Alter. Gleich bei The Green Magazine im Interview, Alter. Ich bin sehr, sehr gespannt, was der junge Mensch zu sagen hat. So, wir haben ihn uns jetzt unter den Nagel gerissen. L96. Können wir nun endlich interviewen, Alter. Ich bin sehr gespannt, was er zu sagen hat. Das Schöne ist, die müssen gleich arbeiten und Kamera richtig halten und mit dem quatschen und so, weißt du, so. Und ich kann einfach rumlaufen und Scheiße labern und Leute nerven. Einfach tun, was ich tue. Wisst ihr, der Ferrari-Mann rennt rum und labert Scheiße. Das ist meine allergrößte Leidenschaft. Der kann ich heute nachgehen, während die anderen arbeiten. Kurzes Briefing vorm Interview. Showmaster Sudi, sorry, ich verwechsel immer. Brieft unseren Partner L96. Wie ist der Kontakt zustande gekommen mit Lackmann? Bro, ich hab den irgendwann mal angeschrieben, connected, wegen dem Feature. Lol, einfach so auf random Links angeschrieben. Wir kommen halt aus Witten beide, ne? Und ah, okay, dann hast du so auf Stadtkollege gedings. Und, schön. Und dann, als er mir über WhatsApp geschrieben hat, ich bin's Lackmann, du wirst gar nicht glauben. Lol, Alter. Ja, dann haben wir connected. Du bist wahrscheinlich Kreuzfeld-Fan so von früher, dieses. Ja, ich liebe es, Alter. Ja? Ich hab das Album sogar auf Vinyl. Ehrlich? Das erste oder das zweite? Das erste oder das beste, ehrlich. Und, ja, zweimal gegen den Rest war es irgendwie nicht. Ja, also da hab ich gar nicht groß drüber reden. Ja, sorry. Das ist alles gut, aber das erste Album war der Shit. Das erste Album war so prägend. Ey, ich schwör's dir, damals zu der Zeit gab es für mich, Alter, auf der Welt keinen cooleren Rapper als Flipster. 31. Hast du was Flipster für gebunden? Safe. Auf jeden. Auf jeden. Halt auch RAG und hier, auch euch hier, Jokers war ich ein riesen fucking Fan von früher. RAG ist meine Essence, so, ja. Die hätte ich nicht angefangen zu rappen. Ja. Ich hab das Glück, jetzt auf meinem Album sogar Afro mit am Start. LOL! Auf dem letzten hatte ich Pachel schon mit am Start. Oha! Mit Wiz bin ich auch connected, Gala lebt ja leider nicht mehr. Ich flieg zwischendurch aber sein Grab mit der Theresa. Ehrlich? Ja, voll. Wild. Einfach so aus Legacy-Gründen oder kennst du die Leute persönlich? Ich kenne Galan, habe ich nicht gekannt, aber das ist so ein bisschen, ich gebe dir was zurück für das, was du mir gegeben hast. Er hat mir Hammer für seine Musik gegeben und das ist dann gerade Legacy zumindest. Lol, ey, das ist aber ein maximal krasser Move, Alter, zu sagen, okay, das ist einer meiner Inspirationen gewesen, Alter, und ich bin jetzt nach seinem Ableben noch aktiv dabei und pflege seinen Grab, Digga. Das ist ein sehr schöner Move. Wie soll ich sonst irgendwie mit ihm in Kontakt treten, dass ich irgendwie Safe, Danke, ne? sagen kann? Safe, und dann ne? halt ich lieber seinen Grab. Ich muss aber auch jetzt sagen, ich bin nicht der da jedes Mal hinfährt. Meistens ist es Theresa, aber die nimmt mich zwischendurch mit, wenn sie Hilfe braucht, wenn ein bisschen mehr ist. Ja. Und dann, ich gehe aber auch zwischendurch hin. Wenn er Geburtstag hat, jetzt im August war ich kurz da. Letztes Jahr im August war ich da. Er ist ja leider auch sehr knapp gestorben zwischen seinem Geburtstag und seinem Todestag. So, da ist nicht viel Zeit zwischen. Okay. Ich meine, am 9. August ist er gestorben. Und ich lasse mich nicht lügen, ich glaube am 17. er Geburtstag. 11., 17., ich bin mir gerade nicht sicher. Krass. Ja. Krass, Alter. Super schöner Move, Alter. Kann man kaum glauben, ne? Ja, Alter, wie gesagt, das ist das Mindeste, was ich für Hip-Hop zurückgeben kann. Safe, Alter. Wenn alles so ist, dass sie leider schon auf der anderen Seite sind. Gala, der guckt über uns, Alter. Der sorgt dafür, dass alles läuft für mich mit Mucke. Word up. Word up, Gala. Shoutout RAG. Shoutout Kreuzfeld Jakob vor allen Dingen. Lackmann, Alter, ich muss den jemanden kennenlernen, ja. Aber ich höre. Ich würde auch so gerne mal Flipster kennenlernen. Naja. Wow, Alter, was für eine hübsche, emotionale Geschichte, ne? Meine Fresse. Das musst du dir mal wirklich überlegen, Alter. Jemand feiert diesen Rapper so krass, dass er nach dem Ableben das Grabpfleger ist. Unfassbar, ne? Sehr, sehr schön, Alter. Wir sind jetzt übrigens während des Hauptinterviews, zumindest bereiten wir das gerade vor, so, da sitzen unsere Spezialisten, Sudi, Stella, ist sie Stella? Oh, Name vergessen, lol. Und Jazz. Ich bin sehr, sehr gespannt, was unser Partner zu sagen hat. Word up, ich bin hier auf der Backboard Jam mit The Green Magazine im Interview. Word up. Kein Verlust, das bin ich, Slipknot.
wie ein Kaultier. Alles blau, brüll dein Rausch, was braucht ihr? Bleib mit Piet, damit Wände weiter wackeln. Nicht zu ziehen, nicht zu zappeln. Alles für den Fame, hast du mal die Droge. Alles Katastrophe, alles für Schablone. Komm mir nicht von oben, mehr ab wie ne Drohne. Alles für alle, was für Krone. Ich halte nichts von euch, wir halten nichts von mir. Warum sollen wir es probieren? Doch ein solltet ihr probieren, wenn der König und der Piet wieder zerfrieren. Das hier ist die Vorspeise, ihre alten Vorkreise. Erzähl ich vom Profit. Immer auf Antrieb, wie cheap ist es Handkrieg. Ich hab Appetit, hungrig wie Anfang 20. Wenn es nicht klappt, gleich auf Anhieb. Brauchst du ein umfängliches Anschieb. Mixes. Immer Lash, doch Stimmung ist gepistet. Ja, Punk ist nicht schlecht, doch nur weil es nicht kennt, schreit nicht, dass es nicht flasht. Okay, Freunde, der Punkt ist erreicht. Die Luft ist gerade ein bisschen raus. Wir sitzen auf dem Boden. Wir müssen mal kurz runterkommen, aber wir haben zum Glück gerade Golden Shower. Alle Golden rausgehen. Shower, Bro. Golden Shower. Golden Hour, alle, nein, 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 Golden Shower, alle rausgehen. Selfies machen bitte. Boah, das Sitzen ist gerade so. Ich merke, dass ich zum ersten Mal wirklich hier so gerade nicht sitzen kann. Ja. Anstrengend. Alles andere sitzen war kein Entspannen. Ja. Ja, ihr denkt, wir laufen hier die ganze Zeit rum, haben nur Spaß und dann ist cool, aber einfach nur mit Leuten quatschen, so von null, man kennt die nicht und jetzt muss man die dazu bringen, ein bisschen was von der Kamera zu sagen oder so. Anstrengend, ja. Ich will nicht sagen, so wie bei einer Krankenschwester jetzt auf der Arbeit, aber nein, wir haben auch unsere Anstrengungen. Alle so Augenringe wie ich, Digga. Oh nein, aber das ist Arbeitsdäger. Ja. Jazz, Bruder. Come by behind the scenes. Digga. Ich werde heute schlafen wie ein Baby. Puh. Ich weiß, wir haben was geschafft. Und ich weiß, ich bin geschafft. Später gibt es noch Grillfleisch für mich, ne? Ey, wenn du willst, wir können zu Lina gehen. Welche Lina? Lina. Die Lina. Shoutout Lina. Lina. Kaputt. Badewanne schlafen. Badewanne schlafen klingt geil. Oh mein Gott, Badewanne. Badewanne joint schlafen klingt dann. Boah. Das klingt gerade sehr, sehr gut. Das klingt gerade sehr, sehr gut. Ja, Leute, so ist das, ne? Wird immer mal kurz nach Fotos gefragt und so, ne? Life, Magazine, bro. Life of the Green Magazine, bro. Ach, habt ihr nicht mitbekommen, die kamen gerade so, ey, warte, seid ihr nicht zwei, ihr seid das Green Magazine? Wir so, ja, easy, alles gut und so. Dann meinte sie, ey, ich brauch unbedingt ein Foto von euch. Und dann war so, warum? Was ist los mit dir? Zahl mal Geld. Und dann ne, hat sie uns da so 200, direkt ganz Film draus, 200 in die Tasche gesteckt. Ne, das seht ihr jetzt nicht hier, aber die Asche ist da. Und dann haben wir ein paar Fotos gemacht mit der, ne? Unterschrift auf die Sneaker. Fertig. Das ist so geisteskrank mit seinem Witz, ne? Wie nennt man das? Inception? Inception? Wir machen einen Film von dem Film. Ey, ich hab dich auf Kamera. Okay, people. Das ist der Vlog mit Jazz und Sudi. Von Green Magazine, fürs Green Magazine, auf dem Backboard Jam. Das heißt nämlich Backboard sowie Steuerboard. Das habe ich heute gelernt, weil, ne? Wir sind am Hafen, natürlich. Aber was soll das? Ist auch egal. Da machst du nichts, dann heißt es heute bei uns halt Backboard Jam. Wir werden das mit einem Ä und einem H aufschreiben im Thumbnail und so, das passt schon. Und dann, ja. Ich habe aber auch nichts mit Backfisch gesehen, ne? Ich habe auch kein Boot gesehen, dank mir Backboard Jam. Aber ist eine coole Veranstaltung. Hey, Digga, wir müssen rein. Die Gehirnzellen sind durchgebraten. Okay, Leute, wir haben kurz ein Päuschen gemacht, wir gehen jetzt wieder rein. Und zwar haben wir gehört, der 4X von L96 läuft gerade. Wo ist hiphop.de, Bro? Bruder, ich habe sie auch nicht gesehen, ne? Bro, wir sind einfach nicht da. Mein Lieblings-Security-Guard ist gerade nicht da. Aber ist auch okay. Ja, die haben grimmig geguckt. Ich mach dir das für
Schulter. Man kann zu Wege fahren, doch frag nicht, wer daran schuld war. Dortmund, seid ihr da? Alle Arme! Yes, yes, yes! Es ist Freitagabend und die Blockparty steigt. Wenn ein Blick sich brennt und rumpelt, Mama, hau fucking geil. Schnapp mir Alk und das Streik, lass die Feier beginnen. Weil so viel Rastgeruch und eine Stille sei beim Rennen. Doch ich hab bei meinem Sinn und geh auf Jagd nach dem Morgen. Konto stand im Morgen, spielt heute keine Rolle, weiß Bescheid, ja. Heute gibt's Barbecue for free. Marinierte Hühnerbrust und Flaschen von Lobby. Gib mir mal ein Backboard und noch ein Backboard. Ein L96, ein L96. Dann kann ich kommen, Leute, hab ich euch was anderes mitgebracht, Freunde. Wer von euch kennt den ABS? Macht mal Lärm für ABS, Freunde. Whiskey Freaks ist am Start, Terrence Chill ist am Start. Und wir zocken, weißt du, der Ruppel ist so endlich. Well, yeah. Check, check, check. Mach mal Lärm, Leute. Jetzt weißt du, ABS, Sonne, Nordkreuz, Jack und Jakob. Weißt du, der Ruppel ist so endlich. Das war das Backboard Jam 2023. Wir haben noch ein paar Leute von Patina mit uns. Der Jam geht natürlich weiter. Wir müssen jetzt aber leider losziehen. Das war's vom Green Magazine. Bis dahin.